herzliches Willkommen von der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums. Für Coding Da Vinci Schleswig-Holstein bringen wir euch digital aufbereitete Dokumente aus der Hansezeit mit, nämlich die sogenannten Rezesse, in denen die Beschlüsse der Hansetage, der Versammlungen der Hansestädte aufgeschrieben wurden. Mit Transkribus sind wir in unserem Mitmachprojekt Hanse Quellen lesen, ständig dabei, weitere dieser Hansequellen zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern zu erschließen. Die bisherigen Ergebnisse des laufenden Projektes sind auch bereits online veröffentlicht und unser Beitrag zu Coding Da Vinci Schleswig-Holstein sind die Handschriften aus dem 17. Jahrhundert, die nicht nur in moderne Schrift übertragen wurden, sondern auch über Tags mit Informationen zu Personen und Orten angereichert wurden. Über den Index kann man ganz bequem die Personen und Orte, die wir verzeichnet haben, suchen. Ihr könnt euch übrigens unsere Datensätze ganz bequem von unserer Projektseite herunterladen. Wir freuen uns also schon auf eure kreativen Ideen dazu, wie man das 17. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert bringt. Bis bald also bei Coding Da Vinci Schleswig-Holstein. Wir freuen uns auf euch.